Hallo, willkommen bei Mama Money, Finanzen kann jeder. Heute möchte ich mal wieder ein paar Unternehmen von meiner enormen langen Liste der noch zu analysierenden Unternehmen wegbekommen. Und daher mache ich mal wieder das neue Schnellanalyseformat. Das hatte ich ja letzte Woche schon einmal gemacht und es ist leider ein notwendiger Kompromiss oder eine Kompromissentscheidung, um halt schneller Unternehmen von meiner Liste zu bekommen und zu besprechen. Würde ich die normale Analyseform wählen, dann würde ich nur wenige Unternehmen pro Woche schaffen und das hilft ja auch keinem. Da ich aber euren Wünschen und auch meinen Interessen nachkommen möchte, muss ich das hin und wieder jetzt auf diese Art und Weise machen. Es hilft ja keinem, wenn ich viele Firmen nicht besprechen kann. Also werde ich heute mal wieder schnell ein paar Firmen durch mein Tool jagen und das Ergebnis der Analyse zeigen. Das erste Unternehmen wäre Best Buy. Best Buy Incorporation ist eine US-amerikanische Handelskette für Elektroartikel, PCs, Unterhaltungssoftware und entsprechenden Services. Das Unternehmen betreibt eine Einzelhandelskette, Bestellwebseiten sowie Telefonbestellservices für die unter dem Dach des Konzerns vertriebenen Marken. Im Zentrum der Unternehmensaktivitäten steht die Bindung an die Kunden. In enger Abstimmung werden immer wieder neue Servicepakete entwickelt, die neben Elektronik und Entertainment-Produkten auch einen umfassenden technischen Support beinhalten. Besonders in den USA und in Kanada ist Best Buy Incorporation auf dem Elektronikmarkt etabliert. Das Unternehmen operiert außerdem in Europa, China und Mexiko. Best Buy Incorporation ist auf dem europäischen Markt in 9 verschiedenen Ländern vertreten und bietet im Wesentlichen das gleiche Sortiment wie auf dem US-Markt an. Wir haben jetzt hier bei dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 21,7 Milliarden Euro, ein erwartetes KGV von gut 11, eine Eigenkapitalquote von 24,1%, ein Nettoverschuldungsgrad von 4 und eine Dividendenrendite von 3,4%. So, kommen wir dann zu meiner Meinung. Also charttechnisch ist das Bild zweigeteilt. Auf langer Sicht haben wir einen schönen langfristigen Aufwärtstrend. Allerdings sieht man auch, dass wir seit Mitte 2020 einen eher seitlichen Verlauf mit einer recht großen Schwankungsbreite haben. Das spiegelt sich auch beim Umsatz wieder, denn auf Jahre gesehen haben wir hier schöne kontinuierliche Steigerungen mit einem starken Wachstum 2021. Jetzt wird aber einmal etwas durchgeatmet, bevor es laut Schätzungen in den nächsten Jahren wieder schön kontinuierlich weiter nach oben gehen soll. Ansonsten sieht das Unternehmen nicht schlecht aus. Die Liquidität ist mit gut 5,6 Milliarden Dollar ausreichend vorhanden. Die Verschuldung ist zwar jedes Jahr steigend, aber in einer Größenordnung, die kein wirkliches Problem für das Unternehmen darstellt. Die Gewinne sprudeln ordentlich und sollen laut Schätzungen in den nächsten Jahren weiter anwachsen. Das gleiche gilt für die üppige Dividende. Jedes Jahr wächst diese an und bei einer erwarteten Dividendenhöhe von gut 3,4% kann man nicht meckern. Auch das fundamentale Kursniveau ist nicht schlecht. Die Bewertung auf KUV und KGV-Basis ist absolut in Ordnung. Ein 11er KGV ist schon ganz nett. Auch der Rest hat mir gefallen. Die Aktienanzahl sinkt fast jedes Jahr. Die Analysten sind mehrheitlich eigentlich optimistisch gestimmt und sehen ein Kurspotenzial von durchschnittlichen 21,9%. Das ist doch mal ordentlich eigentlich. So, Free Cashflow ist dann auch noch ausreichend vorhanden und so ist eigentlich auch alles dann in Ordnung. Also insgesamt ein schöner Dividendenwert, der neben einer üppigen Ausschüttung auch ein leicht steigendes Kurspotenzial auf mehrere Jahre hat. In Schwäche kann man hier den Wert gut aufsammeln, vor allem jetzt, wo das Unternehmen leicht leidet. Das liegt natürlich an den aktuellen Problemen. Ich sage nur Inflation, Lieferkettenprobleme, Corona und so weiter. Das wird sich aber mit der Zeit widerlegen und daher könnte man die aktuelle Schwäche gut nutzen, um einen Bestand aufzubauen. Das sehen wohl auch die der Aufsichtsrat oder die Insider so. In der Regel werden bei Best Buy eigentlich nur Aktien verkauft. Im Dezember 2021 hat aber ein Insider mal für schlappe 2,08 Millionen Dollar Aktien vom Unternehmen gekauft. Ein eher untypisches Zeichen bei dem Unternehmen. Also ich fand die Firma insgesamt so gut, dass ich 8 Punkte vergeben kann. Dann wollen wir uns das Ergebnis schnell auf der Auswertungsseite anschauen. Das Ergebnis ist in Ordnung. Mein Tool sagt mir, ich könnte direkt mit 714 Euro, sprich 71,4% von meinem maximalen Startbetrag in das Unternehmen einsteigen. Und der maximale Investbetrag liegt sogar einen Ticken höher. Der liegt insgesamt bei 2307 Euro, sprich 76,9%. Das ist ein Wert, mit dem ich, glaube ich, sehr gut leben kann. Kommen wir zum nächsten Unternehmen. Das wäre die österreichische Firma Rosenbauer International AG. Die Rosenbauer International AG ist auf die Herstellung von Feuerwehrfahrzeugen, die Entwicklung und Fertigung von Feuerlöschsystemen sowie auf den Vertrieb von feuerspezifischen Ausrüstungen spezialisiert und zählt in diesem Sektor zu den weltweit führenden Unternehmen. Produziert werden Fahrzeuge, Feuerlöschsysteme,
ja, jeglicher Art von Ausrüstung und Hubrettungssystem. Ja, darüber hinaus ist Rosenberger auch Ansprechpartner für Service und Ersatzteile. Wir haben hier bei dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 269 Millionen Euro, also ein sehr kleines Unternehmen. Ja, wir haben außerdem ein erwartetes KGV von aktuell 42. Dieses Jahr soll es wohl nicht ganz so gut laufen, aber historisch und auch von den Schätzungen her kann man so in der Regel von einem KGV von gut so 14 bis 16 vom aktuellen Kurs aus ausgehen. Dann haben wir noch eine Eigenkapitalquote von gut 34,6%, das ist ja ganz ordentlich. Allerdings haben wir ja auch einen Nettoverschuldungsgrad von 10,2 und das ist recht üppig. Na gut, positiv zu vermelden ist dann auch noch die Dividendenrendite von gut 2,5%. Kommen wir dann zu meiner Meinung. Also wir haben natürlich ein sehr kleines Unternehmen hier. Interessant finde ich es dennoch, denn ja, sie sind in einer Nische tätig, die auch in der Zukunft recht gut laufen könnte. Feuerwehrfahrzeuge und Löschsysteme wird man immer brauchen. Das Geschäft ist auch recht konstant, wenn man die leicht steigenden Umsätze der letzten Jahre sieht und auch die Schätzungen zu Rate zieht, die leicht steigende Umsätze für die nächsten Jahre vorhersagen. Ja, das ist eigentlich alles super. Ein paar Sachen gefallen mir allerdings nicht ganz so gut. Da wären die doch recht sportliche Verschuldung. 637 Millionen Euro Schulden bei einem erwarteten EBITDA-Gewinn von 62 Millionen sind schon ordentlich. Die Firma arbeitet auch seit Jahren sehr konstant in einem eher niedrigmargigen Bereich. Gerade einmal 7,7% EBITDA-Marge bleiben hängen. Bei der Verschuldung würde ich gerne eine höhere Marge und vor allem stärkeres Umsatz- und Gewinnwachstum sehen. Ist aber leider nicht vorhanden. Hinzu kommt dann noch eine eher magere aktuelle Liquidität von gut 19 Millionen Euro Ende letzten Jahres, was historisch gesehen eher unterdurchschnittlich bei dem Unternehmen ist. Viel besser könnte es kurzfristig bei Rosenbauer jetzt auch nicht laufen, denn die letzten Quartalzahlen sahen eher schlechter aus. Umsatz und Gewinn gingen zurück. Und das erwartete Free Cashflow sah jetzt auch nicht wirklich gut für dieses Jahr aus. Also das Geschäftsjahr soll zusätzlich wohl nicht das Beste momentan sein. Nicht wirklich das, was ich eigentlich grundlegend sehen möchte, um eine Aktie in mein Depot zu holen. Gut, das Unternehmen ist aktuell fundamental nicht wirklich teuer. Allerdings stellt sich für einen Anleger immer die Frage, wie viel Kurspotenzial steckt hier drin, auch auf kurzer Sicht. Der Chart der letzten Jahre lässt schon erahnen, dass nicht allzu viel zu erwarten ist. Auf 5 Jahre gesehen hat der Kurs schon ordentlich Federn gelassen. Dafür bekommt man aber eine nette Dividende, die allerdings auch mal schwanken kann, wenn die Geschäfte nicht so gut laufen. Also für mich persönlich wäre das Unternehmen interessant, wenn wir so bei einem Kurs von 30 Euro wären. Aktuell liegen wir ein bisschen drüber. Dann hätte man auf jeden Fall etwas mehr Kurspotenzial und auch eine umgerechnete schöne Ausschüttungssumme. Aktuell sieht es aber nicht so aus, als wenn das Unternehmen schnell nach oben laufen könnte. Ich persönlich finde das Unternehmen so gut, dass ich zumindest 5 Punkte vergeben kann. Dann wollen wir uns das Ergebnis auch hier auf der Auswertungsseite anschauen. Ja, das Ergebnis ist natürlich nicht wirklich gut. Mein Tool sagt mir, ich könnte direkt einsteigen mit 513 Euro, sprich 51,3% von meinem maximalen Startbetrag. Ja, und die maximale Investsumme ist nicht viel höher. Sie liegt bei 1596 Euro, sprich 53,2%. Gut, Verschuldung. Verschuldung ist natürlich das große Problem, aber es ist so wie es ist und ich kann es nur werten, wie ich das sehe. Und dementsprechend, auch wenn ich das Unternehmen vom Segment her eigentlich sehr, sehr interessant finde, ist die Gesamtwertung leider so ausgefallen. Kommen wir zum letzten Unternehmen. Das wäre die Lenovo Group. Lenovo Group Limited produziert und vertreibt Computertechnologie und ist der zweitgrößte PC-Anbieter der Welt. Neben PCs entwickelt das Unternehmen auch eine Reihe von anderen Computertechnologien wie Smartphones, Tablets, Server und Smart-TV-Geräten. Besonders im Bereich der mobilen Geräte wie Laptops, Netbooks und Tablets bietet der Hersteller eine breite Produktpalette. Die Zielgruppe sind zum einen Endkunden und kleinere Unternehmen. Lenovo besitzt Produktionsstätten in 60 Ländern weltweit und liefert an Kunden in 160 Ländern. Der Unternehmenssitz befindet sich aufgeteilt in operativen Zentren sowohl in China als auch in den USA. Die größten Forschungszentren befinden sich in Yokohama, Japan, Peking, Shanghai, Shenzhen und Morrisville. Wir haben hier bei dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 11,3 Milliarden Euro, ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 7, eine Eigenkapitalquote von 9,6%, also recht mager.
Der Nettoverschuldungsgrad ist jetzt auch nicht bombastisch, der liegt nämlich bei 8,3, also auch nicht ein wirklich kleiner Wert. Ja, aber was dann wirklich gut aussieht, ist die Dividendenrendite von gut 5,5%. So, kommen wir dann zu meiner Meinung. Grundlegend gefällt mir Lenovo. Sie sind in einem Segment tätig, das auch in der Zukunft gebraucht wird. Außerdem haben sie ein sehr gutes Wachstum, zumindest in den meisten Jahren. Wenn es gut läuft, dann wächst der Umsatz mal um zweistellige Prozentbeträge. Im letzten Jahr um gut 19%, was ja schon sehr ordentlich ist. Allerdings haben wir hin und wieder auch mal Jahre, wo der Umsatz zurückgeht. Das gleiche gilt für den Gewinn. Grundsätzlich starke Wachstumszahlen, aber immer wieder gibt es Jahre, in denen das Gewinnwachstum auch mal zusammenbricht, wie 2016 oder 2018. Also hier ist mal Partystimmung angesagt und dann kommt auch mal die Regenzeit vorbei. Das sieht man dann auch am Chart, der mal sehr gut nach oben geht und dann immer wieder stark zurückläuft. Aktuell haben wir ein Kursniveau erreicht, das fundamental gerechtfertigt ist. Umsatz und Gewinn sahen bei den letzten Quartalzahlen auch gut aus. Also nach den letzten aktuellen Zahlen kann man die Aktie auch höhere Kurse auch ruhig zusprechen. Das meinen auch die Analysten, die mehrheitlich kaufen sagen, mit einem durchschnittlichen Kursziel, das gut 40% über dem aktuellen Kurs liegt. Hinzu kommt dann noch eine ordentliche Dividende bei dem Konzern, die auch recht stabil in den letzten Jahren gehalten wird oder gehalten wurde. Allerdings gibt es dann noch weitere Sachen, die mir etwas missfallen. Da wäre zum Beispiel die Verschuldung. Wir haben zum einen eine niedrige Eigenkapitalquote und dann noch einen recht sportlichen Nettoverschuldungsgrad. Man sieht hier leider auch, dass der Schuldenberg jedes Jahr anwächst. Letztes Jahr um gut 18%. Das ist schon ordentlich. Klar, ist natürlich auch dem Wachstum geschuldet. Wachstum ist natürlich beim Umsatz und Gewinn auch gut erkennbar und auch sehr gut vorhanden in den letzten Jahren gewesen. Aber das Unternehmen arbeitet auch sehr niedrigmargig. Wir haben hier gerade einmal eine EBITDA-Marge von 2,5 bis 5,3% in den letzten 5 Jahren gesehen. Das ist nicht wirklich hoch. Da kann es auch mal zu Verlusten kommen, weil die Marge, die lässt halt auch nicht viel Spielraum zu. Es kann auf jeden Fall auch mal zu Verlusten kommen, wenn der Markt mal schlecht läuft, wie dann 2016 oder 2018. Da das aktuelle Wachstum aber stimmt, kann man mit der Situation noch so einigermaßen jetzt leben. Weil die letzten Jahre sah es dann wieder ganz gut aus. Und man muss sich natürlich auch im Klaren sein, dass wir hier ein chinesisches Unternehmen haben, das natürlich noch andere Risikofaktoren in sich birgt. Außerdem sind wir charttechnisch seit gut 1,5 Jahren in einem eher seitlichen Verlauf. Hier kann es aktuell in beide Richtungen auch gehen. Momentan kann man aber auch nicht ausschließen, dass der Kurs mal nach oben ausbricht, wenn es mal etwas ruhiger und besser bei chinesischen Aktien läuft. Treten die aktuellen Schätzungen so ein, wie vermutet, kann es durchaus mal ordentlich nach oben gehen. Also so günstig sind wir dann noch bewertet, dass man das auch einpreisen könnte. Ein Restrisiko bleibt natürlich bei dem Unternehmen. Also ich finde das Unternehmen so gut, dass ich 7 Punkte vergeben kann. So, dann wollen wir uns jetzt auch zum dritten Mal das Ergebnis auf der Auswertungsseite anschauen. Ja, das Ergebnis ist, glaube ich, so, wie man es erwarten konnte. Der Anfangsinvestbetrag liegt bei 651 Euro, sprich 65,1% vom maximalen Startbetrag. Und die maximale Investsumme bzw. der maximale Investbetrag liegt bei 2.127 Euro, sprich 70,9%. Ein Ergebnis, das ordentlich ist. Es gibt halt auch ein paar Risikofaktoren, deswegen auch diese Abschläge. Wenn man das Unternehmen nur auf die letzten 2-3 Jahre beziehen würde, mit den Schätzungen könnte man natürlich sagen, höhere Kurse wären gerechtfertigt und Potenzial wäre definitiv auch vorhanden. Aber es ist ein chinesisches Unternehmen und wir haben hier auch Probleme wie der Schuldenberg und auch die schwankenden Umsätze und Gewinne, was natürlich zu Abschlägen führt und dementsprechend. Also ich kann mit der Bewertung sehr gut leben und in einer ordentlichen Schwächephase kann ich mir auch vorstellen, hier reinzugehen. Das war's dann für heute. Es folgt dann jetzt noch das übliche Ranking im Anschluss. Mal sehen, auf welchen Plätzen die Aktien es geschafft haben. Ich verabschiede mich schon einmal und hoffe, dass die Analysen bzw. der Blick auf die Aktien euch gefallen und auch ein wenig geholfen hat. Falls dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, hin und wieder kann das ja mal passieren, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Markus. Dann schauen wir uns noch eben das Ranking an. Mal sehen, wo die heute analysierten Unternehmen sich platzieren konnten. Nur zur Info, das Ranking wird durch die Prozentzahl des maximalen Investbetrages bestimmt. Das wäre die graue Spalte rechts. Das mache ich, da bei maximalen Anfangsbetrag zu viele kurzfristige Einflussfaktoren mit einfließen, wie der Fear and Greed Index, die ja in ein paar Monaten keine Bedeutung mehr haben.
Alle Analysen zu den Firmen findet ihr natürlich auf der Kanal-Hauptseite unter Playlist oder unter diesem Video in der Beschreibung. So, wo ist denn Best Buy, Rosenbauer International AG und Lenovo Group gelandet? Ja, ein bisschen müssen wir scrollen. Ganz nach oben haben sie es nicht geschafft. Aber wir haben jetzt hier auf Platz 44 Best Buy mit einem sehr ordentlichen Ergebnis. Und hier könnte ich mir auch einen Einstieg gut vorstellen. Man muss jetzt nur mal gucken, wo man jetzt hier den richtigen Einstiegszeitpunkt findet. So fand ich das Unternehmen nicht schlecht und es würde auch ganz gut in mein Depot passen. Gut, dann kommen wir zum zweiten Unternehmen in der Liste auf Platz 81, Lenovo Group. Ist auch ein ordentliches Ergebnis, aber hier muss ich natürlich dazu sagen, ja, mich persönlich, würde mich das Unternehmen jetzt vor allem reizen, wenn wir natürlich einen großen Abschlag noch sehen würden mit immensen Aufwärtspotenzial, was auch dann das Risiko auch ein bisschen rechtfertigen würde, beziehungsweise wenn man hier reingeht, hat man halt gewisse Risiken durch die China-Aktien und auch durch das schwankende teilweise Geschäft. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr Abschlag sehen vom aktuellen Kurs. Aber wenn das vorhanden wäre, könnte ich mir durchaus vorstellen, hier bei Lenovo auch reinzugehen. Denn Potenzial hat die Aktie definitiv. Sie sind ein großer in der Branche und zeigen ja auch, dass sie mit einem guten Geschäftsmodell auch schaffen, in guten Phasen auch sehr gute Wachstumszahlen hinzulegen beim Umsatz und Gewinn. Und sie sind jetzt auch aktuell nicht teuer bewertet. Und sollte es mal runtergehen, wird es natürlich noch günstiger dann werden. Also das ist ein Wert, den ich bei Schwäche, bei größerer Schwäche auch gerne nochmal einsammeln würde. Momentan durch meinen hohen China-Anteil in anderen Aktien und den ETF-Anteil, fühle ich mich jetzt nicht unbedingt gezwungen, jetzt hier schnell reinzugehen. Wenn aber das Potenzial immens groß wäre, dann könnte ich mir das noch vorstellen, vor allem, weil wir ja auch hier keine ADR-Aktie haben. Aber ja, ich packe es erstmal auf die Watchlist. So, und das dritte Unternehmen, was wir haben, das ist natürlich leider sehr weit nach unten gefallen. Das ist Rosenbauer auf Platz 144. Es ist immer noch über 50%, also man kann hier reingehen, aber wirklich nur mit ganz kleinem Geld. Und wir haben hier ein Unternehmen, was momentan auch in einer schwierigen Phase ist. Die Zahlen sahen jetzt nicht ganz so gut aus im aktuellen Geschäft. Und ansonsten, wir haben hier natürlich kein Unternehmen, was tierisch gut und schnell wächst, sondern eher solide dabei ist, dann auch noch eine hohe Verschuldung. Es ist kein Wachstumsgarant. Also schlecht finde ich es nicht, vor allem auch wegen dem Segment. Aber ja, wirklich gefallen hat mir das jetzt nicht, was ich gesehen habe. Da doch ein bisschen Risiko auch dabei vorhanden ist. Läuft es mal nicht ganz so gut, dann ist nicht viel Puffer da und die Gewinne brechen ein. Und ja, die Verschuldung ist dann doch in einer Größenordnung. Es tut schon weh, wenn dann keine guten Gewinne anfallen. Und selbst wenn es mal gut läuft, sind die Gewinne nicht in dem Maße vorhanden, dass man sagen könnte, die Verschuldung ist überhaupt kein Problem. Also das ist schon so ein Unternehmen, das müsste wirklich ganz, ganz, ganz stark zurücklaufen. Und dann würde ich hier meine Chance suchen. Aktuell muss ich leider sagen, eher uninteressant. So, dann scrolle ich jetzt noch einmal kurz nach oben, damit man die Liste nochmal schnell komplett sieht. Wenn das so schnell geht, einfach pausieren und dann da stoppen, wo ihr meint, anhalten zu müssen. Und dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!